Wir probieren das aus, wir kriegen das hin, keine Angst. Es wird auch gut aussehen, man kann damit rausgehen. Ich habe es auch jetzt gerade auf den Fingernägeln. Wir verlängern nämlich heute einmal die Fingernägel mit Neonail. Meine Lieben und ganz, ganz herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und glaubt mir, das heutige Thema war so häufig angefragt eurerseits und schon vor längerer Zeit, als ich noch gar nichts damit zu tun hatte, wo ich mir gedacht habe, so klingt geil, mega interessant, probiere ich irgendwann mal aus. Und der Punkt ist gekommen. Ich habe mich gestern Abend hingesetzt, habe das ausprobiert zum allerersten Mal. Das sei dazu gesagt, deswegen kriegt ihr jetzt nicht das perfekte Tutorial, wie man das macht, sondern wir probieren das aus, wir kriegen das hin, keine Angst. Es wird auch gut aussehen, man kann damit rausgehen. Ich habe es auch jetzt gerade auf den Fingernägeln. Wir verlängern nämlich heute einmal die Fingernägel mit Neonail und zwar ganz, ganz streng genommen mit, lass mich einmal schauen, tada, da sind sie auch schon. Ich habe 3 Stück da, die wurden mir von Neonail vor längerer Zeit mal zugeschickt. Vielen Dank an der Stelle. Und zwar sind das die Cover Base Protein in den 3 Farben Creme Beige, Natural Nude und auch Nude Rosé. Und ich muss sagen, erstmal die Farben gefallen mir extrem gut und ich hatte auch schon eine Farbe davon drauf und zwar Natural Nude. Hatte ich in so Nahaufnahmen und dann habt ihr die Fingernägel gesehen und habt mich alle gefragt, was ist das für eine Farbe? Das war definitiv diese hier und übrigens, die haben auch ein mattes Finish. Habe ich beim letzten Video total falsch gemacht. Ich habe nochmal einen Topcoat drüber gegeben, weil ich mir gedacht habe, so, nee, muss ja noch drüber. Reicht aber eigentlich, auch wenn man nur das dann aufträgt. Das ist quasi alles in einem. Aber das Beste, was man damit machen kann, man kann damit die Fingernägel verlängern. Wusste ich so auch nicht. Ich habe mich gewundert, boah, die sind so dickflüssig. Die müffeln auch so ein bisschen und ja, aber das hat alles einen Grund. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch dann jetzt einmal. Also wir beginnen und ich habe natürlich schon einmal meine Peel-Off-Base drunter gemacht. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber aktuell werde ich viel damit arbeiten, einfach weil ich meine Fingernägel schonen muss. Hier habe ich wie immer den von Art Deco benutzt und da ist gerade Schmatterkram dran, ignoriert das. Also das ist wirklich mein Lieblings-Peel-Off, bekommt ihr online, könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ansonsten lasse ich den jetzt einmal schnell noch trocknen und dann geht's los. Das ist also getrocknet und jetzt geht es halt darum, die Base aufzutragen und das ist auch gleichzeitig der Lack, mit dem wir halt verlängern. Hier habe ich mich für die Farbe Creme Beige entschieden. Ich habe auch die anderen beiden da und es war gerade so Nude Rosa, Nude Rosa. Aber ich habe mich jetzt für Nude entschieden. Und dann schnappe ich mir auch schon einmal einen Aufkleber, also eine so eine Schablone. Dann nehme ich den mittleren Part weg. Manche benutzen den immer noch als Verstärkung von unten von diesem Aufkleber. Das mache ich nicht. Ich bin kein Profi. So, und dann fange ich einmal an, das kurz einmal schon vorzubiegen. Ähnlich wie bei falschen Wimpern. So, dann öffne ich das hier hinten. Dann kann der Finger da nämlich richtig gut rein. Und ich beginne natürlich mit dem kleinen Finger. Und das ist jetzt so ein bisschen Fummelarbeit. Es sollte halt wirklich direkt unter dem Nagel sitzen, diese Schablone. Und dann auch schon direkt von euch festgemacht werden. Und das habe ich selber noch gar nicht oft gemacht, deswegen bin ich da jetzt vielleicht auch so ein bisschen unbeholfen. Aber ich glaube, mit so ein bisschen Übung habe ich das drauf und ihr bestimmt auch. So, seid sehr vorsichtig mit der Haut, die direkt unter dem Nagel ist. Und dann kann ich das, glaube ich, festmachen. Achtet auch darauf, dass keine Lücken links und rechts sind. Das sollte alles schön zu sein. Und dann heißt es auf der Seite von Neonail, dass man damit die Fingernägel bis zu 7 mm verlängern kann. Ich werde das ja, vielleicht so ungefähr machen. Also ich will bis zu dem ersten, bis zum zweiten Strich gehe ich, glaube ich. Also wir werden sehen. Gut vorher rollen. So, und jetzt geht es mir nur darum, das gut für euch aufzunehmen. Deswegen, wenn ich nicht alles perfekt mache, liegt es auch wahrscheinlich daran, dass ich es noch nicht so häufig gemacht habe. Beziehungsweise mit Neonail verlängert habe ich ja eh noch nicht. Ich glaube, so könnt ihr nochmal sehen, dass es wirklich alles richtig gut angebracht worden ist. Dass es halt hier auch gerade lang geht, ist, glaube ich, auch nochmal entscheidend. Und dieser Lack stinkt übrigens. Wenn ich jetzt dran rieche, es riecht so ein bisschen nach Käsefuß. Das weiß ich nicht, ob das halt die Eigenschaft davon, ich weiß ja nicht mal, wie Acrylgel oder sowas riecht. Keine Ahnung, ich kenne ja immer nur Lack. Und ich gebe das jetzt mal einfach rauf wie Nagellack. Nagelhaut natürlich nicht berühren. Und dann arbeite ich mich nach oben hin und man kann, glaube ich, gut sehen oder ich versuche euch noch näher ranzuholen. Ich glaube, das ist jetzt das Maximum. Näher ranholen kann ich euch nicht. Ich bin gerade sehr zufrieden mit der Farbauswahl. Dieser Neutron ist wirklich sehr, sehr schön, gefällt mir extrem gut. So, und dann bewege ich mich einfach nach oben. Gar nicht extrem dick. Und ich nehme noch ein bisschen dazu.
Also der Lack selber ist schon extrem dickflüssig, aber damit geht halt auch das Verlängern, ne? Ich verrenke mich, damit ich von der anderen Seite rankomme. Falls ich Schatten mache, sorry. Ich gucke jetzt gerade, ob auch wirklich so von der Seite alles gerade aussieht. Und ich habe das Gefühl, es fällt einmal kurz ab an dieser Stelle. Und dann gebe ich da noch so ein bisschen Lack drauf. Und der Lack, dafür wirbt auch Neonail, der zieht sich so richtig schön glatt. Also perfekt für die C-Kurve eigentlich. Und das stimmt tatsächlich. Also es ist ein angenehmes Arbeiten. Jetzt muss ich natürlich darauf achten. Ich glaube, das hat gar keine Form, ne? Also ignoriert das. Das ist noch nicht so, wie es sein soll. Ich würde es wahrscheinlich in Form feilen. Da nehme ich ein bisschen weg. Und hier hinten ist es nicht perfekt. Einfach auch, weil ich es so schlecht sehen kann von da hinten. Helfen mir jetzt einmal so ein bisschen mit dem Zahnstocher nach, damit es auch wirklich dahin kommt, wo es hinkommen soll. Und dann schnappe ich mir noch einen zweiten Zahnstocher und mache einmal hier so ein bisschen den Rand sauber. Und das läuft hier gerade runter. Wahrscheinlich habe ich es zu dick gemacht. Wisst ihr was? Ich habe jetzt einfach Lust, in die Lampe zu gehen. Einfach mal gucken, was passiert. Wir sehen uns gleich wieder. Bin jetzt also aus der Lampe raus und es müsste ja jetzt trocken sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber eigentlich ja, warum nicht? Ja, ich bin natürlich gespannt. Ein sehr professionelles Entfernen der Schablone. Ich drücke sie hier so ein bisschen zusammen, damit sich das vielleicht auch von alleine löst. Was ist das? Okay, also von unten habe ich mir auch ein bisschen die Nagelhaut eingesaut. Und zwar an der Stelle. Hier so in dem Bereich. Ist denn jetzt auch von unten trocken? Es ist hart und trocken. Was? Das hat funktioniert. Ich glaube, hinterher müsste ich das nur noch in Form fallen, weil jetzt gerade sieht das wirklich nichtssagend aus. Auf den ersten Versuch gar nicht so schlecht, oder? Oder rede ich mir das gerade schön? Ja, mir persönlich gefällt der Nagel jetzt nicht so gut. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn man vielleicht schon so eine gewisse Basis hat. Und deswegen mache ich das jetzt, glaube ich, auch einmal. Ich trage nämlich einmal den ganz, ganz normal auf diesen Coverbase. Und erst dann werde ich verlängern. Bin also aus der Lampe raus. Und jetzt gebe ich mir einmal wieder diesen Aufkleber darauf. Schablone, sorry. Ich habe ja jetzt nur mit dem Verlängern Erfahrung mit den Dual Forms, aber hier muss ich sagen, gefällt mir die Rückseite sehr gut. Das ist so schön fein, also so viel besser als beim ersten Mal Polygel. Aber dass es besser geht, ist kein Wunder, ne? So schlecht wie das beim Polygel, weil kann das eigentlich hiermit gar nicht werden. Und jetzt bin ich mal gespannt, welchen Unterschied wir hier haben. So, einfach raus. Okay, ich glaube, das ist gerade zu viel Lack und ich verrenke mich gerade wieder, um an die andere Seite ranzukommen. Es läuft ja auch gerade runter, das sieht man richtig. Immer wieder auch von der Seite versuche ich rauf zu gucken, dann sieht man nämlich am besten, welche Form der Nagel dann hat. Ich meine, feilen kann man immer, ne? Aber trotzdem wäre ganz nice, wenn ich dann nicht so viel das machen müsste. Das kann man gut mit dem Pinsel verteilen, aber ich glaube gerade eben, das mit dem Zahnstocher hat mir auch gut gefallen. Deswegen mache ich das auch wieder. Nicht abgehen, du Aufkleber. Das wäre eine Katastrophe. Und damit mache ich einmal so die Ecken ein bisschen mehr. Also noch fällt es richtig ab an der Seite. Ich glaube, das kann man gut sehen. Das sieht komisch aus. Nicht, was ich haben möchte. Also muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen... Ja, ein Pinsel wäre nicht schlecht, ne? Aber habe ich jetzt, glaube ich, nicht da. I don't like it. Jetzt gerade läuft es hier wieder runter. Das ist einfach zu viel, was ich raufgegeben habe. Man kann damit, glaube ich, sehr dünn, sehr schön fein arbeiten. Aber fürs erste Mal... Ja, ich lerne noch, ne? So, und dann versuche ich so ein bisschen das rüberzuziehen auf die Schablone, was da zu viel ist. Dann habe ich auf der Schablone nichts mehr. So läuft das irgendwie hier gar nicht. Okay, also es funktioniert gut, wenn man generell in Kontakt bleibt mit dem Lack und dann so einen Faden hin und her zieht. Aber wenn ich das jetzt aushärten würde, das wäre so ein Frankenstein-Lack. Katastrophe. Ich kriege bestimmt Kommentare. Oh, so macht man das nicht. Ja, so macht man das nicht. Der erste Nagel hat mir besser gefallen, wo ich ohne Coverbase vorher auf dem Nagel war, weil dadurch hat der Nagel jetzt seine Dicke und ich weiß nicht, ob ich den mit dem auch so dick machen soll, aber ich meine, ich muss ja jetzt die Kuhle wegkriegen, ne? Ne, ich mache das ab, das gefällt mir gar nicht. Man muss ja auch zugeben, wenn es nicht funktioniert. Okay, also wie doof das auch gerade aussieht, ich habe für mich rausgefunden, ich kann am besten das machen, nicht wenn ich das... so mache, von mir abgewandt, sondern zu mir hingewandt, habe das gerade gemacht und es gefällt mir sehr, sehr viel besser.
Das heißt, die nächsten Finger werde ich genauso machen und dann nehme ich euch dann wieder mit. Mit dem muss ich jetzt einmal unter die Lampe springen, bevor mir hier an der Seite was runterläuft. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bin gerade aus der Lampe raus. Hier vorne presse ich das zusammen, dann löst sich das sehr viel besser. Und der Fingernagel ist nicht mehr so kurz, wie er eigentlich ist. Ich kann ja einmal den anderen daneben halten. Also es ist eine leichte, schöne Spitze da, die finde ich ganz gut aussieht. Und von unten sieht es auch richtig schön aus, so schön geformt. Und von der Seite natürlich nicht perfekt, aber ich glaube, wisst ihr am besten, ich mache da mehr rauf und feile dann runter, als dass ich zu wenig rauf mache, weil das man einfach nicht so gut korrigieren kann. Also ich bin gerade richtig happy und genauso mache ich weiter. Es ist vielleicht nicht die schönste Kameraeinstellung, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ja, so mache ich das jetzt. Und ich lasse den Fingernagel wieder komplett nackt. Also Peel-Off ist ja drauf. Aber ich gehe jetzt einfach wieder komplett über den gesamten Nagel. So, und dann gehe ich einfach mit über die Schablone. Und es darf natürlich an der Stelle nicht zu dünn sein, nehme ich mal an. Deswegen habe ich da so ein bisschen mehr drauf. Und eigentlich, was ja total praktisch ist, ist, dass hier so eine runden Linien vorgegeben sind. Ich hoffe, ich bin noch im Bild. Ja, die sind natürlich sehr, sehr gut. Erst recht, wenn man halt so einen leicht gebogeneren Nagel sehr gerne mag. Das muss man quasi nur ausführen hier mit dem Pinsel. Habe ich auch noch nicht so 100% raus, aber ja, ich glaube, das sind gute Hilfslinien. Schreibt mir auch an der Stelle vielleicht gerne in die Kommentare, was ihr denn gerne macht. Verlängert ihr gerne oder sagt ihr so, nee, das ist gar nichts für mich. Ich bin komplett für den Naturnagel. Ich glaube, ich habe mir so ein bisschen einen Himmelfahrtsnagel gemacht. Der geht ein bisschen nach oben, einfach weil die Schablone so ist. Aber meine Güte, first time, ne? Von der Seite gesehen sehe ich auch wieder, dass es noch nicht so 100% glatt ist. Bin jetzt auch gerade mit dem aus der Lampe raus. Vorher hier wieder zusammendrücken und das löst sich richtig schön. So. Ja, kann ich, glaube ich, noch was draus machen, indem ich halt noch eine Schicht drüber gebe. Weil so ist es wirklich hier so eine Kuhle noch drauf. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck. Und hier an der Seite habe ich es auch vermasselt. Aber einfach, weil ich so schlecht sehe. Billige Ausrede, ne? Aber kann ich auch noch korrigieren, kein Problem, mache ich schon irgendwie. Und dann würde ich sagen, mache ich einmal noch die nächsten beiden Finger. Die werden wahrscheinlich nicht wesentlich besser oder schlechter werden als die anderen. Ihr verpasst nichts, ich bin Anfänger und deswegen sehen wir uns gleich zum Feinschliff wieder. Oder ist das Grobschliff, wenn das noch so viel gemacht werden muss? Da haben wir sie also, die fertigen Fingernägel. Und mir gefällt am allerbesten so auf den ersten Blick der Zeigefinger. Bei dem konnte ich mir gerade richtig schön viel Mühe geben und ich blindschleiche, saß auch richtig dicht da dran. Also ich habe mir da extrem viel Mühe gegeben, das ging super. Und das hier ist eine mittlere Katastrophe. Definitiv, also ich als Perfektionistin sag das so. Ich versuche das gleich noch ein bisschen zu korrigieren mit nochmal eine Schicht drüber, runterfallen, in Form bringen und so weiter. Deswegen hoffe ich da, glaube ich, noch so ein bisschen was rausholen zu können. Und der Daumen ist auch okay, sage ich mal. Bin ich zufrieden. Aber hier an der Seite runtergelaufen, ne? Also ganz schön doll. Aber es fühlt sich gut an. Es fühlt sich stabil an. Bis zu einem gewissen Grad. Also ich glaube, ganz in der Länge nicht. Aber halt bis zu diesen paar Millimetern, die sie auch versprechen. Und von unten bin ich eigentlich gar nicht so unzufrieden, weil ich tatsächlich eine schöne Kurve hinbekommen habe. Nicht immer, ne? Aber es ist halt richtig schön so, dass man quasi, wenn man drauf guckt, es sieht super natürlich aus, wie so echte Nägel. Obwohl meine eigenen sind nicht mal so stark gebogen. Also voll schön eigentlich der Look. Und dann würde ich sagen, gebe ich noch so ein bisschen, was mache ich? Feile ich die erstmal so ein bisschen in Form, gebe dann die Schicht drüber? Ich glaube nicht. Ich gebe jetzt nochmal eine Schicht drüber und dann feile ich die in Form. So, das sind sie jetzt also mit einer Schicht von dem Lack nochmal drauf. Und ich finde, man kann schon erahnen, in welche Richtung es geht, auch wenn es nicht perfekt ist. Ich sehe das definitiv genauso. Boah, ich bin total hart, aber ist so. Naja, aber mir gefällt auf jeden Fall die Unterseite. Diese Kurve, die von oben so sichtbar ist, die sieht top aus und dafür ist es gar nicht so dick. Im Vergleich zu meinem Polygel-Versuch das erste Mal, kein Vergleich. Kein Vergleich. Aber ich glaube, man darf auch keine Schablonen mit Dualform irgendwie vergleichen. Das ist was anderes. So, das ist also drauf. Natürlich muss ich jetzt einmal die Schwitzschicht abnehmen. Es sieht gerade matt aus, weil das Finish von diesem Lack auch matt ist. Ich fange einfach mal an. Also es lässt sich feilen, ja. Aber es ist ein bisschen hart. Was natürlich gut ist. Es ist eine Verlängerung. Es soll hart sein. Ich halte mir einmal den Fingernagel so ein bisschen fest. Mit dem Daumen. Wo übrigens das da dran ist. Heftig, oder? Und jetzt muss ich halt durch meine Patzer aufpassen, wo ich überall gegenkomme oder nicht.
Nagelhaut extrem vorsichtig sein, natürlich. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt einmal so weiter und ich werde auch ein bisschen über die Oberfläche gehen, da wo es halt wirklich nicht so 100% im Profil halt aussieht. Aber eigentlich durch die Schicht, die ich rübergegeben habe, ist es akzeptabel. Aber ich werde es halt auch nochmal von oben machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Tada! Ich bin fertig und habe wirklich alle Fingernägel so in Form gefeilt, so gut ich konnte. Ich habe gerade das Gefühl, der zeigt ein bisschen nach links. Okay, ist immer so, man muss es so halten und dann von den verschiedenen Perspektiven sehen. Also es fällt mir jetzt gerade auf, kann ich gleich noch korrigieren. Ich muss sagen, das Feilen lief wirklich gut, erst recht, wenn man eine gute Feile hat. Ich habe das jetzt mit der hier gemacht und ich bin zufrieden, kann mich jetzt gar nicht so irgendwie... Doch, ein bisschen beschweren kann ich mich immer, ne? Wäre gelogen. Ich hätte besser an den Übergängen unten zur Nagelhaut arbeiten müssen. Und mit der Feile daran kommen geht natürlich nicht, ne? Also das ist, glaube ich, ausgeschlossen. Aber an für sich, wenn ich jetzt einmal die andere Hand daneben halte, schaut mal, das ist schon krass, wie ich verlängert habe. Und auch die Rückseite. Also es ist schon ein Unterschied. Und hier ist es tatsächlich auch richtig schön glatt. Durch die Schablone ist das wirklich perfekt geworden. Ist natürlich noch etwas, woran ich arbeiten kann. Und auch meine Feiltechnik ist ein bisschen vielleicht noch zu überarbeiten. Definitiv. Es gibt immer was zu tun, wenn ihr mich kennt. Aber das Ergebnis überzeugt mich gerade wirklich. Ist natürlich die Frage, wie ist die Haltbarkeit? Knickt das irgendwann ab? Wie funktioniert das mit dem Peel-off unten drunter? Das interessiert mich auch alles sehr. Werde ich natürlich so lange tragen. Hier seht ihr das also auch nochmal von Nahem. Und dann seht ihr, glaube ich, auch, was ich meine mit der Nagelhaut. Da hätte ich mir mehr Mühe geben müssen, definitiv. Aber an für sich sieht doch gar nicht schlecht aus. Und auch von der Rückseite... Nicht schlecht, oder? Also ich habe schon Schlimmeres gesehen und dafür bin ich echt zufrieden. Erster Versuch, kann ich mich nicht beschweren. Und jetzt, um noch so ein bisschen die Oberfläche schöner zu machen, weil sie einfach mit der sehr groben Feile gemacht wurde, nehme ich mir den guten alten Buffer und gehe da dann nochmal so ein bisschen drüber. Und wenn ich damit fertig bin, entscheide ich mich für Farbe, Nail Art oder einfach nur Topcoat. Wir werden sehen. Tada! Das sind die fertigen Fingernägel und ich habe mir übrigens nur einen Topcoat drüber gegeben. Das ist der hier von Neonail und zwar der Dry Top. Den habe ich genommen, weil ich gar nicht wusste, wie viel Schmuck ich darauf kleben werde. Und das ist immer ganz angenehm, wenn man halt keine Schwitzschicht hinterher mehr hat. Ist natürlich kein Drama, wenn man doch eine hat. Man kann da auch noch vorsichtig drumherum gehen, kein Problem. Aber ich muss sagen, das Ergebnis sieht super gepflegt aus. Die Farbe ist ein sehr, sehr schöner, nudiger Nude-Ton. Ich weiß nicht, wie ich ihn anders sagen soll. Also Hautfarben ja, bisschen rosa, aber eher so auch im Beige-Bereich. Und das heißt ja auch Creme Beige. Ich finde es wunderschön. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin sehr, sehr happy. Und eigentlich trage ich ja nie sowas, ne? Und jetzt schaut mal, was ich mir hier alles zurechtgelegt habe. Also es hat sich ein bisschen was bei mir angehäuft. Und jetzt halte ich mal die andere Hand daneben. Krass, oder? Also ich mag auch gerade sehr gerne die kurzen Fingernägel und habe mich gefreut. Oh, voll praktisch. Aber die hier sind immer noch im praktischen Bereich, davon mal abgesehen. Das sind keine, wer weiß wie langen Krallen. Super gepflegt, einfach elegant. Ist ja auch so ein Ding. Ich liebe elegante Fingernägel. Und gerade auch so, was Schmuck angeht. Also ich finde es wunderschön. Ich kann gar nicht weggucken. Ich bin ein bisschen schockverliebt gerade. Und ich bin auch happy, wie einfach das Profil geworden ist von der Seite. Ihr könnt es hier ganz, ganz gut sehen. Von unten kann ich mich auch nicht beschweren, klar. Immer noch Luft nach oben, wie ich das auch schon oft genug gesagt habe jetzt, glaube ich. Aber für den ersten Versuch, es hat super gut funktioniert. Ich werde es jetzt so lange tragen, bis es von alleine runtergeht. Und ich habe ja den Peel oft drunter. Ich bin sehr gespannt, weil letztendlich muss ich ja eigentlich meine Fingernägel schonen. Die sind ja wirklich gerade vom Polygel so ein bisschen mitgenommen. Bin ich nicht gewohnt, ist Neuland für mich. Sind gerade bestimmt nicht die besten Lichtverhältnisse, aber ich habe gedacht, ich gebe euch einmal ein kleines Update. Und zwar habe ich jetzt diese Fingernägel seit bald einer Woche drauf. Und leider ist der Nagelschmuck ab und zwar auf beiden Seiten, also hier auch. Und man sieht, da ist richtig noch so eine Kuhle da von dem, was da drauf geklebt hat. Und es ist natürlich sehr schade. Und das hier ist die linke Hand, ne? Jetzt mache ich ja natürlich viel mit rechts. Ich zeige euch die rechte Hand. Das tut weh. Und da haben wir auch schon den einen Teil, habe ich auch direkt einmal aufbewahrt. Das hier war leicht angerissen, das ist von dem kleinen Finger, aber den habe ich ja eh nicht bestens gemacht, weil der halt so nach unten gebogen war. Deswegen waren da halt irgendwie die Kräfte und so weiter anders am Wirken. Der war also leicht angerissen und ich konnte ihn so zack weiterhin abmachen. Den hier habe ich mir wahrscheinlich heute Morgen ruiniert, als ich eine super enge Sportleggings angezogen habe. Die ziehe ich dann immer noch so richtig an den Beinen hoch und meistens auch mit den Fingernägeln so richtig. Diese drei haben es überlebt und die beiden hier hat es, glaube ich, angeknackst. Also das ist natürlich super schade, aber wenn ich das jetzt auch in die Hand reinnehme, es ist super hart. Also dass das gebrochen ist, mag auch vielleicht daran liegen, dass ich das
bisschen zu dünn an der Stelle drauf hatte, aber den kleinen Finger, das ist ein schlechtes Beispiel, ne? Aber auch der Zeigefinger war eher dünn, so wie die anderen ja auch. Und vielleicht muss man da so ein bisschen halt an Punkten, wo halt so ein bisschen mehr Kraft drauf kommt, wenn man sie halt auch wirklich im Einsatz hat, dass es da halt mehr gestärkt ist, könnte man vielleicht dicker machen. Also ich bin da nicht der Profi, das wisst ihr, ich mache das nur als Hobby und das sind immer nur so meine Neulingserfahrungen, die ich gerade mit euch teile. Aber ja, das ist natürlich super schade. Ich hätte mir da so viel mehr von erhofft und jetzt auch gerade mit den Steinen muss ich mir noch eine bessere Technik aussuchen. Jetzt werde ich das Ganze einmal anfeilen und dann wahrscheinlich einwirken lassen und dann das Ganze so leicht minimal runterkratzen. Und dann kriegen meine Nägel wirklich die versprochene Pause, die sie brauchen. Nämlich mit Nagelhärte, ganz viel Nagelöl und noch eine Portion Liebe. Also, hat das Ganze Spaß gemacht? War es den Aufwand wert? Weil ungefähr habe ich vielleicht für eine Hand 30 Minuten irgendwie sowas um den Dreh gebraucht, aber für die erste noch. Also bei der zweiten war ich ein bisschen schneller und bei der ersten habe ich ja noch mitgefilmt. Also so Pi mal Daumen, muss ich sagen, es geht bestimmt in Zukunft bald mal schneller. Einfach auch bequemer dann. Und ich bin von der Länge her und allem drum und dran super zufrieden. Ich bin gespannt auf die Haltbarkeit, erst recht in der Kombination mit dem Peel-Off unten drunter. Das ist ja, ne, immer noch ein Fragezeichen, weil so hätte ich es ja eigentlich laut Anleitung gar nicht machen dürfen. Aber ich will halt aktuell meine Fingernägel auch schon. Die sind nach der letzten Aktion mit dem Polygel gerade etwas schwächer. Jetzt müssen sie so ein bisschen in Watte eingepackt werden, beziehungsweise in Peel-Off. Und dann kann ich damit immer noch machen, was ich möchte. Und das ist halt aktuell dieses Verlängern. Ich finde, das ist eine tolle Option, wenn einem gerade vielleicht ein Fingernagel abgebrochen ist, wenn einer eingerissen ist und man sich von dem verabschieden muss. Oder auch wenn man vielleicht für ein Event, für irgendwie ein Outfit, ist ja manchmal auch so, dann denkt man sich so, oh, jetzt gerne lange Fingernägel in der und der Farbe. So bin ich zumindest. Ich mag auch kurze Fingernägel, nicht falsch verstehen, aber ich finde es eine tolle Möglichkeit. Ganz einfach, dass man sagen kann, heute kurz, morgen lang, eine Woche so, zwei Wochen so. Und wir werden ja sehen, wie lange es hält. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, definitiv. Aber ich finde es so schon einfach mega elegant, schön gepflegt und einfach auch die runde Form liegt natürlich auch daran, dass ich das auf der Schablone so ein bisschen nachgemalt habe. Super praktisch und auch gerade mit dem Accessoire da auf dem Ringfinger aus meinem Wish Haul. Wunderschön, wenn ihr mich fragt und ja, bin sehr, sehr zufrieden damit. Jetzt interessiert mich einmal brennend, was ihr denn zum Thema Verlängern sagt. Gefällt euch das oder habt ihr da schon Erfahrungen? Ich glaube, so ein paar von euch sind da wirklich auch so standardmäßig am Start. Ihr macht das ständig und ich finde das großartig. Und wenn ihr denn Erfahrungen bereits schon habt, wie lange das bei euch gehalten hat, schreibt es bitte, bitte in die Kommentare, weil ich kann jetzt natürlich nur aus der Peel-Off-Erfahrung berichten. Ich wäre halt mega gespannt, wie das bei euch ist, wenn ihr das halt nicht runter habt. Und damit würde ich sagen, sind wir auch schon erstmal für das heutige Video fertig. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, spätestens zum Update oder zu einem neuen Thema. Wir werden mal schauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Muah.